Wir haben das Thema Living of the Land attacken oder Living of the Land exploiting. Die Frage ist ja immer, kommt man mit simplen Skripts an Sicherheitseinstellungen vorbei? Und die Frage, die sich mir gestellt hat, seinerzeit vor dem Hacking Day 2020, ist genau die gewesen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu schauen, ja, finde ich die eigene Idee, wo der Antivirenprodukt vorbeikommt. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, die man hat, wenn man jetzt so in Umgebungen, jetzt spezifische Windows-Umgebungen, probiert, Sicherheitselemente zu umgehen. Fakt, es ist mir gelungen, sonst wäre es heute ein bisschen langweilig, wenn ich hier die Sache würde zeigen, und zwar mit reinen Windows-Bordmitteln. Ich möchte euch die Windows-Bordmittel insofern zeigen, als dass ich das Skript bis zu einem gewissen Mass in die Unterlagen reingetan habe. Also, einfach, dass ich das Gefühl habe, ich kann es noch verantworten, dort, wo ich dann doch das Bedürfnis hatte, das ein bisschen zu verschleiern, müssten wir es verzeihen, weil es eben heute aufgenommen wird. Und ja, ich möchte meine Reisetätigkeit nicht müssen einschränken. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Gut, von meiner Person her, ich bin schon Langzeit-Trainer bei Digicomp. Ich bin oder darf im Bereich von der Security tätig sein und tolle Kurse machen. Ich bin selber Inhaber von so einer Firma. Die eine, die ich jetzt da bin, ist NetChange Cybersecurity. Und ich tue in diesem Zusammenhang noch Open-Source-Produkte entwickeln, wo ihr auf GitHub findet. Der GitHub-Link ist da in den Unterlagen drin. Zusätzlich möchte ich auf unseren Verein hinweisen. Wir sind ein Verein in Gründung. Man muss leider immer sagen, in Gründung. Man sollte immer noch miteinander zusammenhocken und Statuten akzeptieren. Ich bin dort auch Mitgründer von diesem Verein und im Moment zumindest Präsident. Und darf in diesem Rahmen hier ein Projekt vorstellen, das im Zusammenhang mit anderen auch weiterentwickelt wird. Der Haftungsausschluss, das ist mir wichtig, alles, was ihr hier seht, die entrennte Veranschaulichung, ich muss das immer wieder sagen, auch in meinen Kursen, weil Hacking ist eine Straftat und ich und Digicomp die jegliche Haftung ablehnen. Also alles, was ihr hier seht, ist wirklich rein nur aus schulischem Zweck und zur Verbesserung natürlich von eurer eigenen Sicherheitssituation denkt. Zum Inhalt. Wichtig ist mir mal grundsätzlich, dass ich euch einen Einblick gebe, was ist überhaupt das Living of the Land Exploiting. Wir haben das Lolsploit genannt bei uns im Verein. Dann habe ich einen POC für AV-Ausnahmen können zerstellen. Ich habe einen POC für die Ausnahmen können auch zu nutzen, respektive aufzudecken. Dann möchte ich gerne euch aufzeigen, wie man ganz einfach die UAC deaktiviert. Und das ist immer so eine Hürde, die man noch hat, die Benutzerkontensteuerung auf Deutsch. Dann die Verschlüsselung, dort gebe ich ein paar Ideen, weil dort wird es ein bisschen heikel, wenn man doch die Ransomware-artige Sachen bauen könnte, die funktioniert, auch der Antivirenprodukt vorbei. Dann Payloads downloaden, da gibt es verschiedene Tricks. Ich möchte noch dort im Moment aus meiner Sicht das best genutzte oder das best zur Verfügung gestellte Tool zeigen, das wir auf einem Microsoft-System haben können. Dann simple AV-Evasion. Ich habe ein Lab aufgezogen. Ich hoffe, es klingt alles. Ich habe noch, wie immer oder so kurz vorher, noch ein bisschen Stress gehabt. Es hat funktioniert bei mir im Lab vorher. Also, weil es halt einfach Vorführeffekt hat. Dann noch ein kleiner Spass am Schluss, so eine Forkbomb, die wir schon kennen. Das ist dann ein Denial of Service, ein Einzieler. Und den möchte ich euch doch auch nicht vorenthalten. Am Schluss dann auch noch. Fazit ziehen von meiner Seite her, Fragen von eurer Seite her beantworten. Wie gesagt, ihr könnt bitte in den Chat hineinschreiben, dann kann ich dann am Schluss auf die auch eingehen. Gut, dann möchte ich eigentlich gerade starten, und zwar mit der Bedeutung, warum haben wir das Ding Lolsploit genannt. Lolsploit ist noch so eine Abkürzung, wir haben gesagt, wir nehmen nicht nur Living of the Land Hacking oder Living of the Land Gefahr, sondern wir nennen es Exploiting, weil schlussendlich ist es ja das Ausnutzen von eine Schwachstelle, wenn man sie so will, von einer inhärenten Schwäche oder einem Trick, wo man einfach unauffällig bleibt auf einem System. Das Interessante war für mich, dass es eigentlich so einfach ist, dass man gar nicht so viele Erkenntnisse muss haben aus dem Hacking-Bereich, sondern eher eben Erkenntnisse aus dem Windows-Administrationsbereich. Und da kommt man selber wahrscheinlich auf Ideen, wie man selber Installationen vornimmt, Tools installiert, Tools abladet und genau die Wege braucht man in diesem Bereich des Living of the Land Hacking.
Die Schwächen, wie gesagt, sind systembedingt. Ein paar tue ich aufzählen. Das eine ist mehr ganz mächtige Programme, die uns zur Verfügung stehen. Unter anderem natürlich PowerShell, obwohl die wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser kontrolliert wird von den Admins. Es gibt aber auch noch andere Tools, die ich im Rahmen von der Command Shell nutzen kann. Dann gibt es also eine absolut tolle Geschichte für mich, nämlich, dass ich jedes Programm, das funktioniert, portable machen kann. Also ich kann irgendwo in einem Ordner ein Exe und die dazugehörenden DLLs ablegen und weil das Betriebssystem die Executable und DLLs zuerst im gleichen Ordner vermuten, kann ich es so zur Ausführung bringen. Deutlich, da könnt ihr euch jedes Tool vorstellen, wo euch jetzt in Sinn kommt, das kann man portable machen, ohne dass ihr einen Installationsassistent brauchen, ohne dass ihr Adminrecht brauchen, was der User kann das ohne weiteres über seine Folders ausführen. Die Schwäche ist also inhärent und daher gibt es zumindest im Moment noch keine Patch. Es gibt Lösungen, zu denen komme ich. Ist natürlich klar, sie sind nicht nutzlos oder schutzlos diesen Themen ausgeliefert. Gut, kommen wir zum ersten POC und zwar AV-Ausnahmen stellen. Ich habe jetzt das hier mit dem Defender gemacht, weil den kenne ich mich relativ gut aus. Da habe ich schon viel rumgespielt. Im Prinzip ist es der Code, den ihr da unten seht, nichts anderes als eigentlich ein PowerShell, wo geöffnet wird, eine Execution Policy, die man setzt mit dem Bypass. Und dann, das wissen die, die ein bisschen PowerShell schon gebraucht haben, kann ich noch ohne weiteres irgendwelche Zendlets ausführen und damit nachher hier eine Ausnahme setzen. Ich möchte noch immer gerade zeigen, also alles, was ich hier habe, mache ich direkt im Lab. Und zwar habe ich da hier meine Windows-Maschine, das ist eine Windows 10-Maschine. Im Moment ist es 10K2, glaube ich, Bild. Ich habe mit Studenten auch schon mit dem Windows 11 rumgespielt und dort haben die Sachen so in dieser Form auch noch funktioniert. Es ist immer wieder spannend, natürlich, wenn die neuen Systeme kommen von Microsoft, zu schauen, ob die POCs noch funktionieren oder ob es jetzt inhärente Sachen gibt, die die verhindern. Grundsätzlich mal zum Aufzeigen, also hier ist der Virus-Scanner ist am Laufen, einfach, dass man glaubt, dass das so ist. Ich gehe hier auf die Settings, also hier läuft eigentlich alles. Alle Protection-Themen sind am Laufen. Und das, was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist hier eine Ausnahme hineinsetzen. Jetzt ist es so, Vorteil oder das Positive ist, das, was ich jetzt zeige im Moment, geht nur, wenn man unter administrativen Rechten am Arbeiten ist und vielleicht nicht ganz so aufmerksam teilnimmt am Leben. Sagen wir es mal so. Ich zeige jetzt das mal kurz zeigen mit einem Skript. Und zwar habe ich diverse Skripts auf meinem Desktop abgelegt. Und hier habe ich so ein Defender WMIC Exclusion gemacht, weil, und das ist ja der Punkt, ich glaube, viele die wahrscheinlich PowerShell relativ gut anschauen. Und darum habe ich gesagt, es ist ja besser, wenn wir die WMI-Konsole nehmen. Und die kann ich auch innerhalb von einer Command Shell kann ich die ausführen. Und dann sieht der Code nachher so aus wie da unten. Also nichts anderes als eigentlich eine Command Shell öffnen und dann mit WMIC da hier auch wiederum die Exclusion einsetzen. Die, die es schon gesehen haben, ich tue hier das ganze 10 Users-Verzeichnis in die Ausnahme. Das bedeutet, dass eigentlich alle Benutzerverzeichnisse in der Ausnahme drin sind und ich damit dort jegliche Malware, jegliches Remote Access Tool kann installieren. So, das kurz simulieren. Im Moment war ja noch keine Exclusion drin. Da ist noch nichts. Und jetzt gehen wir da drauf. Starten das Teil. Ihr merkt, jetzt brauche ich da hier die Rechte, weil meine Benutzerkontensteuerung ist logischerweise auf einer höheren Einstellung eingestellt. Also auf der Standstellung, sage ich es mal so. Mal schauen, dass ich noch das zeigen kann. Voilà. Und darum muss ich das auch bestätigen. Es würde auch funktionieren, wenn es auf der obersten ist, weil ich nachfrage. Nach der UAC, wir können jetzt schauen, da hier und sehen, jetzt haben wir die Ausnahme drin. Also ab jetzt kann ich alles abladen. Jetzt stellt sich ja die Frage, ja, wie das braucht. Brauchen das Angreifergruppen und das kann ich bejahen mit Ja, das wird gebraucht. Die das MITRE Attack Framework kennen, das ist ein tolles Framework, das uns bereitsteht, um Angreifergruppen zu identifizieren, ihre Tools und Methoden können zu erkennen und auch Mitigations, also Massnahmen können zu ergreifen wirken. Du vielleicht da mal kurz kopieren. Hm? Da mag ich. Oh, ich muss da klicken. Hm? So.
machen wir einen schwierigen Weg. Ja. Voilà. Das wäre jetzt so der Direktlink dazu. Hier seht ihr immer die Angreifergruppen, die solche Methoden brauchen. Ihr seht dann auch verschiedene Tools, die gebraucht werden. Malware, die die Methodiken brauchen, zum Antivirus zu gehen, Antivirus zu deaktivieren. Vielfach wird das Antivirus einfach disabled. Nur disablen ist relativ doof, weil viele wissen ja, gerade Microsoft-Betriebssysteme machen sich dann relativ stark erkenntlich, wenn man etwas sicherheitsrelevant deaktiviert. Darum ist das natürlich relativ ruhig hier, weil das sieht der User schlichtweg nicht, dass jetzt da eine Ausnahme drin ist. Und daher ist das besser als die vollständige Deaktivierung. Aber wir sehen auf Grundlage von dem MITRE ATT&CK Framework, es wird da wirklich gebraucht, also es sind Taktiken, die auch in der Welt vorkommen. Mitigation, ja. Was kann ich jetzt tun? Wichtig ist mal grundsätzlich nicht mit Adminrecht zu arbeiten. Selbst wenn man Adminrecht hat und die Benutzerkontensteuerung nutzt und auf die höchste Einstellung tut, es gibt immer noch Möglichkeiten, das ganze Thema zu umgehen. Vor allem dann, wenn man natürlich selbstständig näher Ja sagt, ich möchte, oder, und einer Aufforderung, die kommt, einfach nachgeht. Der Punkt ist, das Ausführen ist das Problem, oder? Also nicht jeder User wird wahrscheinlich draufklicken. Ja. Wenn aber Geschichte gut ist, ja, wenn Social Engineering funktioniert hat, dann klickt allenfalls so einen aufmerksamen Admin, Anführungs- und Schlusszeichen, eben auf so einen Payload, wo er nicht draufklicken sollte. Der Selbstschutz vom Antivirus ist natürlich wichtig, weil sonst kann ich es generell deaktivieren. Dann AV-Ausnahmen überwachen, das wäre besonders clever, wenn man schaut, dass solche Ausnahmen gleich alertet werden. Und dann die WMIC und PowerShell sperren, ist natürlich radikal, wird jetzt bei den Admins wahrscheinlich ein bisschen aufhorchen lassen, ist nicht immer so einfach möglich. Gut, kommen wir zum zweiten Thema. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Ausnahme schon besteht. Vielfach Software, man kennt es, die möchten gerne AV-Ausnahmen haben und funktionieren sonst nicht. Bedeutet für mich, ich kann natürlich auch einen Payload so machen, dass er als allerersten Schritt schaut, wo die Ausnahmen sind. Und wenn er die Ausnahmen gefunden hat, tut er genau in die Ausnahmen, tut er die Malware-Payloads rein und bringt die zur Ausführung. Das ist eine Methode, die selbstverständlich super funktioniert, wenn man Schreibrecht hat. Dass wenn der User jetzt auch noch Schreibrecht hat, in einem Bereich, wo eine Ausnahme ist, dann ist Hopfen und Malz verloren. Also dann hat er ein Riesenrisiko geschaffen, weil finden tut man es schnell. Ich kann es kurz zeigen. Und das kann ja ein Angreifer auch so in seinen Code einbauen, ist überhaupt kein Problem. Oder kann, wenn er schon auf einem System drauf ist, über einen anderen Weg, vielleicht über einen einfacheren Weg schauen, wo könnte er dann hochwertigere Remote Access Tools platzieren. Noch kurz auf. Muss da rauskopieren. Das ist jetzt immer das Handling da hier in dieser virtuellen Maschine. So, Command Shell auf. Ganz normale. Voilà, und schon habe ich das hier. Ich brauche auch keine erweiterten Rechte, weil der normale User soll auch schauen können, wo das die Ausnahmen sind. Und jetzt weiss ich schon, okay, das 10 Users ist hier vollständig ausgenommen worden. Jetzt habe ich ja sowieso schon gewonnen, also als Angreifer ist ja sowieso schon vorbei, wenn ich das so radikal aufmache. Wenn jetzt hier irgendeine kleine Programmausnahme ist, dann sehe ich auch die und kann probieren, dort meine Malware zu platzieren. Voilà, das wäre zu dem POC. Zum Zeigen, das Wichtige in diesem Zusammenhang, auch das ist in diesen Taktiken erwähnt, das ist wieder der gleiche Link, wie ich vorher gezeigt habe und ist daher Realität. Darum wirklich aufpassen und möglichst auf solche Ausnahmen generell verzichten, also keine Antivirus-Ausnahmen machen. Noch tiefer ist es natürlich, wenn man auf Grundlage von Applikationen schon erraten kann, dass gewisse Ausnahmen bestehen. Also vielfach sind Branchensoftware, die wollen unisono immer die gleichen Ausnahmen haben bei der Kundschaft. Und dann könnte man ja auch schauen, welche Software ist installiert auf einem Gerät und damit die Ausnahmen schon generell können, kann man die schon erraten. Darum wichtig, auch keine Schreibrechte in Ausnahmen rein tun. Es darf kein Fall möglich sein, dass ein User Schreibrecht hat in so einer Ausnahme rein. Generell wieder die Aufforderung, natürlich nicht mit Adminrecht zu arbeiten. Allenfalls die Registry, REC, sperren.
Es wäre eine Möglichkeit, dass man das gar nicht verwenden kann. Obwohl, das ist natürlich nur mit dem Kontext von dem Payload, den ich hier zeige, möglich. Es gibt sicher auch andere Wege, wie ich an die Ausnahmen komme. Was eine Möglichkeit wäre, ist, und das wäre jetzt etwas, was Microsoft mit dem Defender könnte machen, man könnte natürlich die AV-Ausnahmen versuchen zu verschleiern, allenfalls zu kodieren oder im Kontext nur über einen geordneten Prozess vom Antivirus selber sichtbar machen. Das ist zwar nicht optimal oder, als Massnahme, aber es wäre eine. Da müsste aber Microsoft nachlegen und schauen, dass im Defender innen das nicht mehr sichtbar ist. Gut, dann ist der zweite Teil, wäre ich UACD aktivieren, weil wenn ich keine Benutzerkontensteuerung mehr habe, das ist natürlich super toll, dann kann ich alles machen. Wir werden am Schluss sehen, wenn ich darauf verbinden kann mit der Medpreter-Shell und ich habe keine Benutzerkontensteuerung mehr, dann kann ich jeden Prozess rein, ich kann alles rausziehen aus dem System raus, weil ich prinzipiell dann schon als System unterwegs bin. Generell ist es so, dass man aufpassen sollte, mit solchen Sachen, also vielleicht die Ausführung von einer Command-Shell nicht ermöglichen. Das ist allenfalls auch nicht möglich, dass ich so eine Ausnahme einsetzen kann, weil die mache ich jetzt wieder mit dem REG-Befehl. Auch hier könnte ich wieder mit der REG-Exe-Sperrung arbeiten und ich könnte Admin-Recht wegnehmen. Das sind alles Erfordernisse. Also ich brauche natürlich die Command-Shell, ich brauche REG und ich brauche Admin-Recht. Die UAC kann ich nicht abschalten, ohne Admin-Recht zu haben. Das ist vielleicht auch wieder so eine Genugtuung für gute Systemadministratoren, die sagen, das mache ich sowieso so. Dann kann ich immer sagen, super, ja, muss man so machen, weil alles andere wäre ja doof. Auch hier wieder ein Skript, einfach doppelklicken, kommt wieder die Anfrage. Das ist übrigens etwas, was ich immer rein tue, in die Skripts rein, weil sonst würde es nicht funktionieren, weil ich muss im Kontext vom Root-User, also vom Admin, jetzt ja das ausführen. Hier ist übrigens so vom Publisher her, ist nicht auffällig, oder? Dass es ja hier um Command-Shell handelt und um den Prozess dort, ist so ein signierter Prozess. Also ist auch die Anmeldung vielleicht so, dass niemand eine Lunte schmeckt schon von Anfang an. Sagen, ja, ja. Weil jetzt kommt hier eine Meldung, das sollte jetzt schon mal aufhorchen lassen. Darum muss man dann, wenn man es gut tarnt, vielleicht auch deckel überlegen, wie kann ich das sinnvoll gestalten. Und jetzt braucht es natürlich noch ein Reboot. Jetzt ist sie mal abgestellt, es braucht ein Reboot, dass sie wieder aktiv wird. Und das natürlich im Kontext oder Relevanz. Relevant, also das wird gebraucht, solche Technik und Taktiken vom Abstellen von der UAC, von der Deaktivierung ist klar, das ist sinnvoll, das bringt etwas und darum wird es auch gemacht. Auch hier wieder das, was ich gesagt habe, vielleicht könnte man noch ergänzen, dass man die UAC-Änderungen überwachen oder man könnte dann eine Policy setzen, eine Gruppenrichtlinie, die die UAC immer beim Neustart auf die oberste Stufe setzt. Also so ist sowieso nie möglich, dass sie da unten ist. Aber ich würde es unbedingt überwachen, weil das ist ein eindeutiger Trigger und eigentlich schon fast ein Indicator of Compromise, wenn so eine UAC einfach abgestellt wird. Was natürlich ganz doof ist, und das tue ich jetzt hier einfach mal explizit sagen, wenn ihr schon von Anfang an sagt, die UAC, die Benutzerkontensteuerung, die nervt und die stellen sie ab, also dann macht ihr Tür und Tor auf. Das solltet ihr unter keinen Umständen machen. Gut, dann komme ich zu einem kleinen Teil von Verschlüsselung, den ich einfach ein bisschen erzähle, da wäre es aus meiner Sicht ein bisschen heikel, weil ich weiss, dass man auf einfache Weise und in den Kursen, die ich halte, hier bei Digi hat so Pocks drin, wo wir miteinander das anschauen, das Thema Verschlüsselung. Und es ist eben wirklich schambar einfach mit den geeigneten Tools, die gewitelistet sind. Also wir reden hier nicht von einer Malware, die man muss schreiben, sondern wir reden hier von Tools, die es gibt zum Verschlüsseln. Die kann man über Command-Shell bedienen. Also kann ich verschlüsseln und ich kann entschlüsseln. Und ich kann die alle auch ohne Admin-Recht nutzen. Jetzt gibt es zwei Einsatzzwecke. Das eine wäre so einen Pseudo-Krypto-Trojaner bauen, einen, der relativ gut funktioniert und sequenziell alle Files zu verschlüsseln. Das würde ich gehen. Oder ich kann es als Tarnung brauchen. Weil wir immer noch das Problem, selbst wenn wir eine Ausnahme gesetzt haben, also so eine Defender-Ausnahme haben, wo jetzt 10 Users ausgenommen ist, ich muss ja das ganze Thema Payload, also die Malware, noch von A nach B bringen.
Und jetzt allenfalls ist eure Firewall schlau und schaut das Zeug auch noch an und sagt, ich schaue den Payload an und erkennt, aha, das ist Malware-Verhalten, das ist beispielsweise ein Metapreter-Shell, die lasse ich hier nicht ins Netz rein. Wenn ich aber den Payload kann verschlüsseln, das auch kann übermitteln, kann entschlüsseln, und das gelingt mir, das habe ich in verschiedenen POCs schon gemacht, das gelingt mir, in dem C-User das wieder zu verschlüsseln, also zu entschlüsseln, dann ist es nicht sichtbar auf dem Weg. Und damit kann ich tarnt so eine Malware auch übermitteln. Das ist schon ohne Adminrecht eben nutzbar, daher ist es eben besonders heikel, finde ich. Diverse Gruppierungen nutzen natürlich ähnliche Techniken zur Exfiltration. Auch da habe ich wieder einen Direktlink reingetan. Da könnt ihr, wenn ihr die Unterlagen habt, mal dort schauen, was da verschiedene Techniken und Taktiken eben gebraucht werden. Also es ist absolut Realität. Was kann ich machen? Mitigation eigentlich die beste, das, was ich immer sage, wäre das explizite Software-Whitelisting. Das würde übrigens alle anderen Angriffsformen, die ich jetzt gezeigt habe, schon im Keim ersticken. Zumindest, wenn es jetzt eine BAT-Datei wäre. Wenn es im Kontext von einer bereits gewitelisteten Applikation ausgeführt würde, beispielsweise im Kontext von einem Makro, ja, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber es macht Sinn, wenn man dort stark einschränkt. Dann logischerweise nicht mit Adminrecht arbeiten, das auch grundsätzlich auch, wenn das hier würde gehen. Deep Inspection machen bei Firewall und schauen, allenfalls, wenn man Payloads sieht, die man nicht kann lesen kann, also wenn man den Inhalt nicht kann lesen kann, dass man die rausnimmt, die Quarantäne verfrachtet oder löscht. Und dann ist klar, wenn es um Ransomware allgemein geht, ist natürlich ein guter Antivirus, der so einen Ransomware-Schutz hat, von Vorteil. Gut, Payloads Download. Jetzt ist die Frage, ja, gelingt es uns jetzt, so eine Malware runterzuladen? Ja, gelingt. Ja. Und zwar ziemlich einfach, weil vielen ist vielleicht entgangen oder vielleicht auch nicht, dass wir Erweiterungen drin haben in unserem Microsoft-Betriebssystem und dass wir jetzt netterweise auch curl.exe, ja, das ist noch wichtig, also eine eigene Exe, also curl, als Tool haben und können verwenden. Und wer es schon kennt, aus Linux-Unix-Seite her, weiss, das ist ein super Tool. Also ein Hammer-Programm, um Daten abladen von fernen Quellen. Das auch wieder über HTTP, über HTTPS spielt keine Rolle wie. Und so kann ich natürlich so eine Bad-Exe, wenn ich sie jetzt hier getauft habe, die Malware ohne weiteres abladen. Da wir jetzt ja eine AV-Ausnahme haben und da jetzt so die UAC eigentlich weg wäre, sollte das jetzt gelingen. Wollen wir das mal probieren? Das wird nicht gelingen, solange der Antivirus noch da ist. Aber ist ja nicht mehr da. Also kopieren wir das da mal raus. Jetzt haben wir da noch das Verzeichnis auf, dann müsst ihr dann ins Downloads-Verzeichnis rein kopieren. Mal starten. He? Puff, und da ist es. So. Jetzt ist das natürlich nicht. Wo man ausführen sollte. Ich habe jetzt hier meine Kali Linux-Maschine. Und da ist im Moment der Metapreter am Warten, die es kennen. Also das Metasploit am Warten, die es kennen, die wissen. Wenn jetzt alles funktioniert und ich das ausführen kann, müsste eigentlich hier nachher eine Shell auftauchen. Ich starte jetzt aber hier nicht die Exe starten. Ich möchte dann testen, ob es funktioniert mit dem zusammengebauten Teile, wo gerade alles in einem innen ist und ob ich es sogar über Autostart zur Ausführung bringen kann. Aber der Payload hätte ich, wenn ich jetzt nicht klicke, müsste ich die Ausführung allerdings noch bestätigen und dann hätte ich auf der anderen Seite, wenn alles klappt, hätte eine Verbindung. Also, ich kann ganz einfach abladen, egal was, und brauche dafür keine Malware zu kreieren. He? Ich habe mir sogar auch schon überlegt, und das ist noch so ein kleines Projekt, wo ich so geistig im Denken bin, einen ganzen Command-Control-Server zu schreiben über Curl. Also sprich, ein tolles Skript zu machen, das immer wieder die Info holt, die Info innerhalb von Command-Shell ausführt und das Ergebnis wieder zurückschickt. Und das könnte ich alles über Curl machen und so eine Steuerung, die losgelöst von jeglichem Antivirus könnte die Daten raus exfiltrieren. Ich kann mir ja so auch Daten rausschicken. Das ist noch der positive Teil. Also ich kann nicht nur Daten holen, ich könnte auch Daten rausschicken. Relevanz, ja, wird gebraucht. Es gibt diverse Gruppierungen, die so Sachen brauchen. Ich habe gesehen von Antivirenherstellern, dass sie vor dem Curl warnen und eben mitteilen, dass es von Cyberkriminellen auch genutzt wird.
Es gibt aber auch noch andere Dateien oder ausführbare Dateien, die wichtig sind, unter anderem Bitsadmin und zrtutil. Beide kann man brauchen, um Daten rauszunehmen. Es ist allerdings so, dass gerade die beiden hier von den Antiviren-Tools relativ gut überwacht werden und in der Regel gesperrt sind und Curlexen ja auch in der Regel noch super funktioniert. Also sperren wäre natürlich immer das Beste. Die Frage, die sich natürlich stellt, das ist, wenn man wieder Living off the Land denken macht und allenfalls über eine andere Methode könnte die Curl-ähnliche Datei oder Curl selber wieder abladen und zur Ausführung bringen, sind wir wieder gleich weit. Also muss auch Zweitlisting natürlich zusätzlich noch eingesetzt werden. Gut, jetzt kommt die simple AV-Evasion. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich habe eine AV-Evasion-Variante drin, die ich mache rein über Command Shell, wo ich auch nicht jetzt muss eine Ausnahme machen muss. Also ich brauche jetzt für den Case hier keine Ausnahme, weil ich tue Command Shell direkt umleite auf mein Kali Linux und kann das dann über Netcat-Gesetz hier nachher empfangen. Und zwar tue ich hier einfach Tatsache ausnutzen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass ich jegliche vertrauenswürdige, also signierte Exe und DLL kann nehmen, in ein Verzeichnis packen kann und dann zur Ausführung bringen. Und das gelingt es mir, dass ich die Command Shell umleite. Da habe ich diverse Tricks, die ich am Erarbeiten bin, also wo ich weiss, dass sie funktionieren, wo ich auch in Security-Tests brauche. Und es ist immer wieder spannend, um zu sehen, ja, komme ich vorbei, komme ich nicht vorbei. Und das hier ist jetzt das, was ich bis anhin allen Antiviren-Tools vorbeischleusen konnte. Ich habe da kurz so eine Aufnahme gemacht von dem. Dann ich das mal laufen, dann ich den MIPOC noch zeigen, wo ich die ganzen Themen von vorher kombiniert habe, dass man das mal in einer Einheit sieht. Aber lasst das mal hier laufen. Ihr seht, hier ist es so, dass es zuerst mal ein Startpad braucht. Das ist eigentlich das Einzige, das muss ausgeführt werden. Also da brauchen wir noch den Trick, dass das eben dann gemacht wird. Wird wahrscheinlich nicht jede Person hier will sagen, run anyway. Ja. Voilà. Es braucht aber keine administrative Rechte und jetzt habe ich die Command Shell umgeleitet. Ja. Also am Antivirus vorbei, egal wo. Ausgeführt auf dem System, es funktioniert. Also ich bin hier jetzt nicht davon abhängig, dass irgendeine Interaktion mehr müsste stattfinden, als einfach das Startteil auszuführen. Können wir natürlich wieder mit Tricks machen. Wie gesagt, jetzt hier ist es nicht versteckt, das war nicht die Idee, es ist nur zum Aufzeigen, dass es eben funktioniert. Wenn es natürlich immer anhand von einem Makro ist oder auf einer anderen Art von einem Skript, dann könnte man so unauffälliger jetzt als so eine Batch-Datei ausführen. Aber wir wissen ja alle, die User sind so gut, wie sie sind. Mehr sage ich dazu nicht, wisst ihr wahrscheinlich selber. Gut, jetzt können wir ja ein bisschen umspielen. Jetzt habe ich ja schon ein paar Sachen hier gemacht. Jetzt habe ich da noch so ein Kombi-Paket zusammengebaut. Das ist da mein Bad Lottl. Jetzt können wir schauen, ob es funktioniert. Wenn es Vorführeffekt sind, dann funktioniert es nicht. Wenn wir keinen Vorführeffekt haben, funktioniert es jetzt wunderbar. Ich tue das Doppelklicken. Das hier wieder bestätigen. Dann läuft das Teil. Er sagt, mit Updates werden geladen. So ein kleiner Trick, dass es nicht auffällt, dass jetzt DuAC noch eine Meldung möchte bringen. Und es hat auch sonst Vorteile. Wichtig ist jetzt zu schauen, ob es dann auf meiner Kali-Maschine kann verbinden kann, ob es funktioniert. Bin ich schon froh, dass ich nicht Updates machen will. Hoffe ich zumindest. Gut, schneller ist auch ein anderes Thema. He? So, jetzt können wir schauen, ob da irgendwas ausgeführt wird. Ja, an sich kann ich schon in Autostart rein. Also ein Skript reingeladen, das sieht man so, es wird jetzt so ausgeführt. Es ist spannend mehr auf der anderen Seite, ob der da so ein Händler. Mal schön warten. Mal gucken, ob es drauf ist. Allenfalls muss ich zweimal starten, das kann sein. Und wir haben den Vorführeffekt. Ich werde jetzt mal schauen, ob
Texte drinnen ist, ja. Voilà. Also der Startbutton hat er gemacht, hier. Da kann man schauen, was er macht. Also im Prinzip nichts anderes als jetzt aus einem Test-2-Ordner würde eine Bad-Exe starten. Jetzt mal schauen, ob das vorhanden ist. Noch auf der anderen Seite schauen, ob es entgegengenommen hat. Mir ist noch nicht gegangen, also hat es aber zumindest nicht entgegengenommen. Wenn wir da mal gucken, starten wir dann nochmal. So. Also da wäre sie. Ich starte sie mal hier raus, um zu schauen, ob sie überhaupt wird gehen. Ja, gehen wird sie. Wenn wir dann auch noch einmal neu starten, dann kann ich schauen, ob es nach dem Neustart auch geht. Es kann zum Teil sein, dass es nach dem ersten Neustart noch nicht geht. Jetzt komme ich mit dem Zeitstil. Jetzt hat es ein bisschen Latenz gehabt und darum habe ich auch noch das Timeout reingetan. Dann mal hier einstarten. Das wird eigentlich kein Problem mehr sein. Schauen wir nochmal, ob der neueste Skript ausführt. Toll ist ja, dass ich etwas in Autostart reintun kann, wenn es etwas ausführt, was ich nicht ausführen sollte, weil es definitiv ein Malware, die Bad-Exe, die ich hier ausführe. Trotzdem kann ich es in Autostart reintun. Auf normale Weise, also nicht mal müssen verstecken. Das ist vielleicht noch der Punkt, der wichtig ist. Stage tut er jetzt. Jetzt ist spannend, wie lange es geht, bis er fertig gestaged hat. Zum Teil geht es ein Zeitchen. Und dann noch warten. Das ist der neue, einfach ausführen. Wer ist noch dran? Läuft immer noch. Komm an. Oh, sonst müsste er zwingen, wir haben auch Zeit zum Warten. Dann noch einmal drauf. Mal schauen. Ah, jetzt ist sie da. Ohne zu starten, geht einfach ein Zeitchen. Ihr seht, jetzt ist sie selber gekommen, hat also funktioniert. Das Teil ist hier noch am Laufen, das müsste eigentlich weg, das haben wir in den Bug drin, im Code. Wie gesagt, haben wir noch vor dem Mittag kurz gemacht, gehen wir mal in die Session rein. Mal gucken. Scheint es gar mal Süß-Info ziehen. He? Ja, bin auf dem System drauf. Also jetzt kann ich es umleiten am Defender. Wie gesagt, der Defender, der läuft ja. Das Problem ist nur, dass wir in einer Ausnahme innen sind. Oder Autostart hat er gemacht. Der Autostart ist unauffällig. Es ist nur ein Command-Shell-Skript, wo etwas startet. Und das etwas, was gestartet wird, ist eben ihre Ausnahme. Und das macht jetzt das Ganze aus. Wie gesagt, das ist Real-Time-Protection, alles am Laufen, oder? Das Einzige, was jetzt das verhindert, dass er es merkt, ist wirklich die Ausnahme. So, jetzt können wir ja da mal schauen, was wir für einen Prozess haben, jetzt, was immer Sinn macht. Mal kurz gucken, was wir da alles haben. Die OneDrive-Exe wäre noch so toll. Mal schauen, was sie ist. Mal schauen, wir da noch OneDrive haben. 1000, das ist gut, guter Prozess. Also Migrate. 1000. Ich tue mir immer so ein bisschen den Prozess durchhangeln, weil im Moment bin ich ja ausgeführt in so einer Bad-Exe, die ist nicht signiert. Der OneDrive ist noch signiert, also wenn ich von dort weitergehe, ist es schon wieder ein bisschen weniger auffällig, weil es hat doch ein paar Sachen drin, inhärent hier, die Sicherheit bietet. Also ich bin immer noch drauf, das hat funktioniert. Das, was ich jetzt machen möchte, ist weiter migrieren in einen Systemprozess hinein. Mal schauen, ob wir da einen Systemprozess haben. Nehmen wir einfach den da hier, 4560. Der hat System. 4560, migrate. 4560. So, mal schauen, ob wir dort rein können. Zum Teil catcht es mich da. Das ist immer so ein kleines Spiel mit dem Feuer migrieren. Ich hoffe, es catcht mich nicht. Neues Süß-Info ziehen. Dann weiss ich, dass noch alles geht. Geht immer noch. Sehr gut. Das nächste, was ich mache, ist in Logon
Prozess hineingehen, wenn Logo nicht sehe, 636. Das mache ich, weil ich möchte jetzt das Passwort mitlesen. 636. Migrate 636. So. Ich sehe, wir sind immer noch auf dem PC drauf, wo der Defender da ist. Auch nicht alt, 20K2-Bild. Hat funktioniert, das ist super. Was ich jetzt starte, ist ein Keylogger. Da läuft jetzt. Und das, was ich jetzt mache, jetzt nehmen wir an, die Person, die geht in die Pause. So, das übliche, der PC-Sperre, du hier kurz schauen, kann ich nämlich da das Keyboard gerade machen. So, voilà. Log. So, dann nach der Pause wieder einloggen. Ha. So, Passwort eingeben. Spannend ist jetzt, zu schauen, ob wir es allenfalls hätten können mitlesen. Voilà, hat funktioniert. Ha. Das könnte jetzt so ein 24-stelliges, weiß nicht was, komplexes Passwort sein, das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt in diesem Prozess, das ist der einzige Prozess, der logischerweise noch laufen muss, wie ein Logo, oder wenn ich da hier in meiner Anmeldemaske bin. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, ich könnte es noch mehr machen, ich könnte es noch Screenshot und so weiter, Webkamera anzapfen und. Aber was wollte ich noch mehr? Ich habe jetzt das offizielle Passwort, jetzt kann ich mit dem natürlich weiterfahren. Wenn es jetzt so ein Administrator ist, der seine Passwörter so auf den anderen Anlagen braucht, also auf dem Server und go, ja, dann habe ich jetzt die ganze Domain schon übernommen, nur mit dem Passwort da. Gut, jetzt so zum Abschluss, ihr seht noch Fun, oder? Am Schluss. Und zwar gibt es die Forkbomb. Ich weiß nicht, ob euch mal eine Forkbomb ausprobiert hat. Das ist eigentlich nichts mehr als ein endlos Schlaufen bauen. Das gibt es auch für andere Betriebssysteme. Ich habe hier den Wikipedia-Artikel reingetan. Das ist jetzt nicht beschränkt hier auf Windows. Das Tolle ist nur, dass eigentlich nur der Teil da hier ist. Also der kleine Teil eingeben. Und dann ist fertig. Ich zeige es gerade mal. Ich hoffe da hier, dass mein System euch neu geht. Ja, mal schauen. Also direkt hineinschreiben. Null. Nein, Pipe. Das Pipe-Zeichen ist immer schwierig. Alt-7. Alt-GR-7. Bei denen, die nicht so wie nicht an so einer Mac-Taste tun. So machen wir das mal so. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ah, man muss natürlich innerhalb von einem Skript aussehen. Das kann nicht gehen so. Ja, das ist klar. Da muss ich wissen, dass das Skript ist. Schuld. Wo haben wir einen? Ah, da. Das muss natürlich ein Skript sein, sonst geht es nicht. Ich habe das auch noch gerade ein bisschen angepasst. Ihr seht, das heisst, die PDF, so funktioniert es jetzt. Es muss innerhalb von einem Command-Shell-Bot sein. So, voilà. Jetzt seht ihr, jetzt macht er und macht er, öffnet und öffnet immer wieder. Im Moment kann ich da noch ein bisschen bedienen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie lange das wird gehen. So machen oder nicht mehr. Da wird es jetzt auch schon träge. Ja, jetzt geht es schon praktisch nichts mehr. Jetzt noch ein bisschen. Es wird immer schlimmer. He? Also auf Deutsch gesagt, ist die Nile of Service, also das System klemmt. Wir können jetzt mal schauen, ob es zumindest noch von denen kann bedienen kann. Mal ein Sys-Info nehmen. Oh, da geht es nicht mehr. Also wir merken, dass jetzt sind wir auch hier abgeklemmt. Geht ganz langsam. Es wird immer träger und irgendwann ist es unbrauchbar. Schöner daran, es wird irgendwann wieder funktionieren. Nämlich dann, wenn ich es abgestellt habe. Das mache ich jetzt so. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als den Stecker zu ziehen. Voilà. Das noch zum Thema spassige Forkbomb. Was kann man da machen? Ja, Skriptausführungen natürlich blockieren, das ist mal das eine. Und sonst ein bisschen mit einem Zwinkern. Es gibt andere Antivirenhersteller, die ich den Namen hier nicht nenne, die eine Forkbombe erkennen und nicht zur Ausführung bringen. Klammer zu. Gut, mein Fazit aus dieser ganz kurzen Geschichte. Ich hoffe, jetzt sind wir da wie ein Schnellzug durch die Themen durch, aber ich hoffe, ich kann zeigen, was die Problematik ist, was eben Living of the Land Angriffe so ausmacht, dass sie eben relativ einfach sind, zumindest aus meiner Sicht. Dass es sehr viele nützliche Tools gibt, die man brauchen kann, auch Access und DLLs, die man bei Verzeichnissen rein kann tun und zur Ausführung kann bringen kann. Und
Command Shell, und das ist so ein bisschen die Erkenntnis, ich brauche eigentlich keine PowerShell, solange ich die CMD habe. Und ja, wie gesagt, wir werden weiterentwickeln im Verein, also da wird sicher viel Spassiges dann auch noch auftauchen. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Jetzt wäre ich froh, ja, wenn Ischel, da würdest du von der Moderierung her schauen und dann würde ich gerne Fragen beantworten. Ja, klar. Also es ist eine Frage reingekommen, nämlich was ist, wenn App-Locker aktiviert ist? Dieser sollte nicht erlaubte Software unterbinden. Ja, das ist genau die Lösung vom Whitelisting. Also wenn das der App-Locker macht, dann ist das die korrekte Lösung. Also so kann man es natürlich verhindern. Kommt ein bisschen darauf an, was man müsste anschauen, ist, ob eben Sachen wie Curl, Sachen wie WMIC und so weiter gesperrt sind. Weil die könnte in der Whitelist drin sein, weil das ist ja die normale Command Shell. Und da ging es nur noch um die Ausführung, dann müssen wir es innerhalb von einer gewitelisteten Applikation zur Ausführung bringen. Also dann nutzt der App-Blocker wieder nichts, weil dann muss ich nichts ablegen auf dem Host. Aber das, was ich gezeigt habe mit dieser Bad-Exe, das ist klar, das sollte nicht gehen. Und wenn der App-Blocker das verhindert, dann funktioniert es nicht. Oder dann wird der Payload nicht können ablegen in einem Verzeichnis. Mhm. Ich hoffe, das war eine klare Antwort gewesen. Haben wir noch weitere Fragen? Es ist noch keine weitere Frage reingekommen. Oder Anmerkungen, Inputs? Sonst kann man auch das Mikrofon öffnen, wenn jemand möchte eine direkte Frage stellen, darf man das sich sehr gerne. Ich gerne beantworten. Gut, sie entweder alle sprachlos oder haben eine Folgebombe ausgeführt für den Rechner. So nach dem Motto probieren wir doch gerade mal aus, oder? Und plötzlich ist nicht mehr gegangen, oder? Genau. Ja, Matthias, sonst würde ich sagen, machen wir weiter. Gut, ja, wenn keine Fragen sind, dann würde ich noch kurz darauf aufmerksam machen. Ja, wo kann man denn, die Techniken anschauen im Detail? Und da gibt es verschiedene Kurse. Der eine, den ich habe, wäre der Hack 4. Der baut allerdings schon Vorkursen auf, zumindest auf dem Hack 1 und Hack 2 Kurs. Und dann wäre das dort der Vertiefungskurs für Limming of the Land Exploiting. Dort würde man dann auch mit Exploits arbeiten, also sprich das Ganze kombinieren noch mit dem Thema Exploiting. Und dann brauchen wir nicht mal so eine Bad-Exe runterzuladen, weil dann kann ich es innerhalb vom Exploit kann ich so eine Metapreter-Shell zur Ausführung bringen. Der nächste Hack übrigens, 24/25 März, also Hack 4. Es hat doch ein paar dabei, wo ich weiss, dass ich schon ein paar Kurse besucht habe bei mir. Das wäre sonst der Termin, wo man das mit mir könnte genauer und vertiefter anschauen, das Thema. Dann gibt es das ganze CS, das ist neu, CS Cyber Security Analytics and Defense Expert. Da geht es vor allem um Themen, die wir mit der Mitigation angeschaut haben. Also wie kann man solche Angriffe, die ja in the wild, also von den Cyberkriminellen gebraucht werden, erkennen und aktiv Vorbeugungsmaßnahmen, also Mitigation-Massnahmen treffen. Der Lehrgang schließt mit einem CS ab, mit 15 ECTS-Punkten und ist auch wieder mit einem sehr hohen Hands-on-Ansatz gedacht. Dort startet der nächste am 17. Februar, findet ihr mehr Infos. Man kann aber dort die Kurse noch in seinem Tempo buchen, das ist vielleicht auch der Vorteil von dem CS, weil wir immer so ein gewisses Niveau anstreben am Schluss und es wahrscheinlich nicht möglich ist, wenn man es so in drei Monate in einem Stück oder in sechs Monaten selbst in einem Stück machen, sondern immer wieder dazwischen die Häppchen auch verdauen. Dann noch die Übersicht von meinen Kursen allgemein. Angefangen beim Security Awareness. Sollten jetzt Leute dabei sein und sagen, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt da im Hacking-Bereich tätig oder ich bin auch nicht IT-Admin und habe nichts mit dieser Technik bis ins Detail zu tun, sondern es hat mich jetzt einfach interessiert. Dann wäre ich den Security Awareness-Kurs zu empfehlen. Da zeige ich auch diverse Hacks und noch weitere auf. Und da kann man so ein bisschen Hacks erleben. Dann der neue Cyber Security Analyst Investigator. Das wäre eigentlich der Startteil von dem ganzen CS. Das ist ein Zweitageskurs für alle, die sagen, ich möchte mich im analytischen Bereich und im investigativen Bereich ein bisschen vertiefen und möchte die Angriffsformen auch können, erkennen und behandeln. Dann die ganzen Hackkurse, Hack, Hack 2, Hack 3, Hack 4. Und dann geht es weiter zum IFE. Das sind jetzt alles Minikurse gewesen. Der IFE, mit mir das CS, also zwei CS ist ja, die wir jetzt bereits haben, tut
entwickeln und auch unterrichten, hat einen super Kurs Cyber Security Attack Defense Hands-On. Der ist vor allem für Windows-Admin natürlich super toll, weil dort werden diverse Sachen in Windows-Domains angeschaut. Der kommt selbstverständlich auch Living of the Land Hacking-Themen zum Zug, weil ohne das geht es heute schon gar nicht mehr. Dann der Bootcamp OPSD, wo man nach dem Hack 3 machen kann. Das wäre eine internationale Zertifizierung für Sicherheitstester. Und die, die sagen, müssen die ein bisschen mehr zu Security in Bezug auf Websites wissen, die sind im SWO-Kurs vom IFO super bedient. Gut, dann wäre ich am Schluss und würde mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier jetzt in diesem DigiSnack dabei waren. Ich hoffe, ihr seid auch in den weiteren DigiSnacks dabei, die ich halte oder die der Yves halte. Wir werden jetzt im Rahmen von diesen Kurzsequenzschulungen die Hackademy aufziehen und da werdet ihr auch Infos können haben oder Infos können beziehen auf der offiziellen DigiComp-Seite darüber. Es wären immer so kleine, sage ich mal so, Hacking-Snacks, wo immer so 2 Stunden in Regel ein Thema ein bisschen intensiver beleuchtet. Gut, merci vielmals. Super. Ja, Matthias, danke vielmals. Ich kann mich nur anschliessen den Kommentaren von den Teilnehmern vom DigiSnack. Es war sehr interessant gewesen. Du hast wieder mal unseren interessanten Einblick geschaffen und vielen Dank dafür. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen vorhanden sind, dann würden wir jetzt abschliessen. Merci, ja. Super, dann würde ich sagen, danke vielmals an alle, die teilgenommen haben und ich würde mich freuen, euch wieder mal in einem DigiSnack anzutreffen oder in der DigiComp und vielleicht auch in Zukunft in den Academies. Ciao zusammen, macht's gut und eben zurück. Merci. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.